Hallo und herzlich willkommen zu KI-TV aktuell, diesmal in einem etwas anderen Rahmen, als Sie es gewohnt sind, keine Nachrichtensendung. Das Thema war uns zu sensibel, als dass wir es einfach in einer kurzen Nachrichtensendung abhandeln wollten. Es geht um menschliche Tragödien in einem Ausmaß, wie wir sie in der westlichen Welt eigentlich bisher nicht gewohnt waren, aber sie kommen jetzt auch zu uns. Die Folgen der Finanzkrise und der Welt der strukturellen Krise der imperialistischen Weltwirtschaftsordnung, die wir wissen alle, die Banken bekommen 800 Milliarden für ihre Kriegskasse, weil sie das Geld verzockt haben, weil sie Finanzpyramiden aufgebaut haben, die alle in sich zusammengebrochen sind. Und die Politik meint, diese Banken seien too big to fail, also zu groß, um zu scheitern, und werden deswegen versorgt mit Abermilliarden, aber es ist nicht genug, um das Loch zu verstopfen. Es gleicht dem Versuch, ein Loch im Wasserfass mit Wasser zu verstopfen. Ganz besonders hart getroffen hat es Griechenland. Dort findet auch ein Angriff des Finanzkapitals auf den Euro statt. Aber nicht etwa um den Euro zu zerstören, sondern lediglich um zu erpressen, um mehr Geld aus den europäischen Bevölkerungen herauszupressen, das notwendig ist, um ihre eigenen Folgen der Krise zu schultern. Und es ist ein großes Subventionsgeschäft entstanden. Griechenland zum Beispiel muss viel mehr Zinsen an den internationalen Finanzmärkten zahlen für Kredite zur Refinanzierung ihres Staatshaushaltes. Man muss sich vorstellen, sämtliche westlichen Staatshaushalte sind abhängig von Aktionen und Transaktionen an den Finanzmärkten, denn alle großen Staaten sind verschuldet, hochverschuldet bei den Banken, denen sie jetzt helfen müssen. Die Ratingagenturen, privat, also es gibt drei große private Ratingagenturen, die alle fest in der Hand sind des Finanzkapitals. Also das sind irgendwie keine Behörden oder sonst irgendwas, das sind private Unternehmen, die Kreditwürdigkeit von Firmen, Staaten und allen möglichen gesellschaftlichen Strukturen bewerten. Und Griechenland wurde abgewertet, was dann dazu führte, dass sie eben diese hohen Zinsen zahlen müssen bei der Refinanzierung ihres Staatshaushaltes an den Finanzmärkten. Die Folgen sind, dass Griechenland diese aufgrund der hohen Staatsverschuldung sich diese Zinsen nicht leisten kann. Dann unterhalten sich die Politiker untereinander der verschiedenen Staaten und kommen dann zu dem Schluss, dass Griechenland Geld braucht. Uns erzählen sie, Griechenland braucht unsere Hilfe und wir würden den Griechen helfen quasi. Und dadurch würden die Griechen durch soziale Kürzungsmaßnahmen, die beispiellos sind in der jüngeren Geschichte, schlimmer als Thatcher in Großbritannien, viel schlimmer. Ein Drittel der Renten und Sozialleistungen, Teil der Löhne, staatliche Ausgaben, staatliche Investitionen werden quasi abgeschafft. Das führt zu einer massiven Ausweitung der ökonomischen Krise in der Realwirtschaft. Das führt dann dazu, dass immer mehr Menschen arbeitslos werden und die Massenkaufkraft weiter zusammenbricht. Ein Teufelskreis ist in Gang gesetzt. In diesem Teufelskreis muss die griechische Bevölkerung überleben. 461 Euro, wenn man vorher 1.000, 2.000 Euro verdient hat, ist ein hartes Stück, das man erstmal verdauen muss. Viele, vor allem Frauen, versuchen in der Prostitution Geld zu verdienen, was dazu führt, dass immer mehr Prostituierte gibt, was dazu führt, dass auch dort die Preise, Löhne sinken. Weniger Einkommen, weniger Geld für Verhütung,
HIV breitet sich aus. Seit dem Beginn der Krise, so berichten Fokus und Bild, ausnahmsweise berichten diese beiden bürgerlichen Hetzorgane über eine Tragödie, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, auf Grundlage griechischer Quellen, zum Beispiel dem Chef des Athener Krankenhauses. Und zum wirklich harten Kern, und das halten Sie sich fest, kommen wir jetzt. 700 Euro bekommt in Griechenland ein HIV-Infizierter an Unterstützung. Ein Arbeitsloser bekommt 461 Euro. 461 Euro, davon kann man keine Familie ernähren, auch nicht in Griechenland. Und die Sache ist wirklich dramatisch. Es gibt Menschen, immer mehr Menschen, die sich absichtlich mit HIV infizieren, um etwas mehr Geld zu bekommen, um ihre Familie zu versorgen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, als wenn Sie sowas erfahren. Als ich das erfahren habe, hat das hat selbst das gesprengt, was ich mir persönlich vorstellen konnte als Folge dieser drakonischen Spardiktate der EU und der griechischen Regierung gegen ihr eigenes Volk. Menschen infizieren sich mit einer tödlichen Krankheit, um für den Rest der ihnen verbleibenden Zeit etwas mehr Geld zu bekommen. Das erinnert mich an ein Programm, an ein Kabarettprogramm, so bitte es ist, von Georg Schramm, in dem er eine Stiftung vorstellt, die quasi darauf hinausläuft, dass die Menschen Geld bekommen vom Staat und dafür früher ableben. Wir sehen, also wie tief diese Krise geht und wie weit sie das menschliche Leben beeinträchtigen, ganz normal im Alltag, und wie zu was für verzweifelten Aktionen es die Menschen treibt. Ein solches Weltwirtschaftssystem, eine solche Wirtschaftsordnung hat es nicht verdient zu überleben, sie muss abgeschafft werden. Das ist organisierter Völkermord, nicht nur in der dritten Welt, sondern dieser Völkermord erreicht auch die westliche Welt mittlerweile. Denn in der dritten Welt ist bei den Menschen zumindest nicht mehr viel an Geld zu holen. Auch die Unterschichten hier, jetzt sind alle dran. Jetzt geht es ans Eingemachte für die 99% der Bevölkerung, damit 1% reicher und reicher wird. Das Finanzkapital tötet diese Menschen durch diese drakonischen Maßnahmen. Und das ist auch nicht zu rechtfertigen, denn dieses Geld, was von Deutschland und anderen Ländern nach Griechenland fließt, fließt nicht etwa zu den Griechen, sondern die Griechen legen noch ein Drittel ihres Einkommens drauf und das Ganze geht weiter an die Banken. Unter anderem auch die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank, die jetzt schon wieder dabei ist, eine Show zu inszenieren, zusammen mit Angela Merkel, die ich gerne die Zwangskapitalisierungsshow nenne, wo sich der Ackermann hinstellt und sagt, wir brauchen kein Geld, wir müssen so durchkommen, freier Markt und so weiter. Und dann kommt die Merkel und sagt, ihr müsst aber, sonst werdet ihr scheitern, wir müssen euch quasi zwingen. Also die Politik zwingt quasi die Deutsche Bank dazu, ihr Geld in den Arsch zu schieben. Oder sich vom Staat Geld in den Arsch schieben zu lassen, genauer gesagt. Eine unglaubliche Menschenverachtung, die dieses System offenlegt.
Und es ist Zeit, dass wir Widerstand organisieren. Nicht nur in Griechenland, wir müssen europäisch und international zuschlagen. Es kann nicht sein, dass sich Leute mit einer tödlichen Krankheit infizieren, damit die Banken reicher werden. Es ist Zeit, dass wir diese Machenschaften und die Kriege damit beenden. Wir brauchen einen Generalstreik. Und wer kann Generalstreiks machen? Gewerkschaften. Gewerkschaften können Generalstreiks machen. Zumindest wenn man richtige Gewerkschaften hat. Wir in Deutschland, der DGB ist genau dazu da, so einen Generalstreik zu verhindern. Wir müssen uns neue Strukturen schaffen, sonst werden wir untergehen. Sonst wird das, was in Griechenland passiert, auch hier passieren. Die Griechen sind nicht unsere Feinde und sie wollen auch nicht unser Geld. Sie wollen nur ihr eigenes Geld behalten. Darum kämpfen sie. Die Arbeiterklasse in den verschiedenen Ländern, die Arbeiter, die Angestellten, bis hin zur Unterschicht, bis hin in den Mittelstand. Die 99% müssen sich zusammenschließen und ein Gesellschaftssystem und ein Wirtschaftssystem entwickeln und entwerfen und umsetzen, das den Bedürfnissen aller gerecht wird. Ein solches System ist theoretisch schon entwickelt und wurde auch schon ausprobiert, man nennt es Sozialismus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir zusehen, wie in Griechenland mehr und mehr Menschen sich mit HIV infizieren, nur damit die Profite der Superreichen gesichert werden? Wollen wir nicht lieber anders leben? Wollen wir nicht lieber in einem System leben, in die Wirtschaft der Menschen dient und nicht umgekehrt? Es ist Zeit, nicht mehr darüber zu reden. Es ist Zeit, in Aktion zu treten. In diesem Sinn, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und diese Sendung ist all jenen gewidmet, die sich gezwungen sahen, sich mit HIV zu infizieren, um weiterhin ihre Familie zu ernähren. Und an all jene, die sich gezwungen sahen, in die Prostitution abzudriften und sich dort infizierten. Wir reichen euch die Hand und es gibt Leute, die keine Angst haben, sich diese Sachen anzuprangern, und ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Und wir anderen sind mitschuldig, weil wir dieses System nicht schon längst beseitigt haben. Bis zum nächsten Mal.